Ja, hallo meine lieben SoulSystem-BewohnerInnen, weiter geht es mit Wilder Myth und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und es geht direkt los, denn wir wollen eine Brücke bauen. Da kenne ich jetzt nichts, das hält uns natürlich auch auf. Die, wie sich freut, die Ella, die mag das. Die ist so eine richtig aktive, die Ella, die finde ich cool, ohne Scheiß. Ist auch der stärkste Charakter in unserer Gruppe, ne, mit Level 4, ne? Oh, die Infested Teil. Hier drüben wurde etwas, infested halt. Infiziert. Was auch immer. Wir haben eine Brücke gebaut, hat uns ja nur ein bisschen aufgehalten. Dann wollen wir nach Loth Willos. Scout, meine Lieben. Let's go. Ich freue mich immer. Jedes Mal, wenn ich das aufnehmen kann, habe ich eine riesen Freude schon. Riesen Vorfreude. Okay, cool. Well, shoot, if it weren't for this hardwood, Loth Willos would have been complete waste of time. Ugh, I forgot how much work actually taking down a tree is. You'd think in our line of work it wouldn't be the most exhausting thing we'd do in a day? Nah, my arms are all wobbly too. I think it's different muscles from the fighting ones. Rebby could probably tell you the details. Ist das geil! So, how about it? Are you in the market for a new spear? This stuff looks particularly unyielding. Since when are you or an expert? I don't need to be an expert. Look at that crane, it's gorgeous. Uh-huh. Da hinten ist ja auch so eine Hand, ne? Aber egal, ganz entspannt weiterreden. Is it just me or do the trees seem to be rather close in here? Ja. Oh, it was not just here. Ein bisschen angepisst, was? Stand and fight. Forget wood. Let's beat it. Okay. Stehen bleiben oder vergiss das Holz. Stand and fight, rufe ich. Wir haben noch nicht hier die ganze Holz umsonst geholt. Rock. Cool. Was Neues, Leute. Was Neues hatte ich noch nicht. Forest Guardian. Ich hätte jetzt gewünscht, dass mein Monali-Elfe mit dem reden kann. Naja, egal. Vielleicht habe ich das auch falsch gemacht. Thundering Earth answers its every step. Its charges cloaked in the Odor of Moss and Mineral and Thick Vegetation. Cool. Water Spirit. Nein, bleib hier, kleines Wasserspiritlein. Wasser Spirit. Kann man so ein Knochendings auch verzaubern mit Wasser? Das weiß ich gar nicht, Leute. Werden wir aber rausfinden. Was meint ihr? Ich swap jetzt erstmal hier die Weapon. Ich will mein Schild zum Schutze. So, dann wollte ich mir mein Baumfreundchen mal ein bisschen vorholen. Schauen wir mal darüber. Der ist ja getarnt angeblich, dieser Typ. Warte. Wir gehen vorsichtig vor. Falls der irgendwo aus dem Hinterhalt angreift, möchte ich halbwegs so tun, als wäre ich vorbereitet. Gut, wir sind schon mal ausgestattet. Was passiert eigentlich? Ja, jetzt kann ich das... Egal. Nicht wichtig, ich habe gerade was mit Weapon überlegt. Den aufgedeckt. Jetzt wissen wir, wo er ist. Gut, wir hätten sie jetzt trotzdem rausgefunden. Okay, ein Held muss ich diesen Wassertypen holen. Die Frage ist jetzt halt natürlich, wer? Ella macht's.
Ella habe ich jetzt einfach mal gnadenlos rausgenommen. So, ich nehme den Diskus, wähle aus, welchen ich nehme und beschmeiße jetzt den Forest Guardian. Damit, okay. Dann Ben vor. So, Monali. Ne, schießen wir einfach. So, wenn ich jetzt auf ihn schieße, ist er kaputt und ich komme nicht mehr an den Wassertypen dran. Das ist natürlich bitter. Wie viel Schaden macht der? Ich weiß es gar nicht. War das ein Fehler? Oh, Ella hat geblockt. Gut. Ella, jetzt musst du dich aber mal ein bisschen bemühen. Gut, sie kommt dran. Sehr gut. Ich kann ihn mit einem Wasserspeer ersetzen. Was passiert dann mit dem Knochenspeer? Probier's aus. Ein einfacher Wasserspeer wird dann da draus. Okay. Kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Okay, das wusste ich nicht. Ach, es ist gemein. Refounds an Action Point, wenn ich... Ach Mensch, ist das jetzt doof, Leute. Ah, das habe ich halt echt nicht gewusst. 6 Damage, 2,1 zu 2,1. Stun Chance wird. Stun Damage wird reduziert, aber sie kriegt einen ganzen Aktionspunkt wieder. Das ist halt auch gut. Die Potency fällt wieder runter, aber dafür steigt wieder ihr Charisma. Jetzt habe ich es geholt. Jetzt muss ich mit meinem Fehler leben, Leute. Aber ich glaube. Ich glaube, insgesamt ist der Wasserspeer besser als der Bonespear. Ich glaube, so schlecht war es nicht, aber Snake. Queen Thirst, Beast Needle, the Ember Nail, irgendwas. Sunthrough, Storm Spider, nein. Starglow Squill, Light, nein. Oh. Ice Stroke. Sehr schön. Naja, wieder was gelernt, Leute. Ne? Wie gesagt, ich lerne das Spiel noch. Ich habe das jetzt mal Rabby machen lassen. Einfach weil ich makaber bin. Oh Gott, gab das wenig EP. Ein Talisman of Chivalry, Armor 05. Gehst du auf 4,8 hoch. Du hast dann 4,4. Dann nehme ich den für Ella. Ja, den nehme ich für Ella. Well, that was unexpected. Pack up the wood, let's go. 3 Hardwoods. Okay. Und dann wollen wir in diesem geheimnisvollen Wald auch ein bisschen was machen. Was kriege ich denn zurzeit? Ich brauche mehr Heiz. Fabrics oder Spell Threads. Hardwoods und Heiz, das ist cool. Hardwoods 2 brauche ich nicht. Hardwoods und Spell Threads. Hardwoods and Heights. A Hunter's Blind provides Hardwoods and Heights. Das hätte ich gerne bitte hier. Baut das mal bitte, ihr Faulpelze. Oh oh. Okay, den Doppel-Sommelier, den möchte ich nicht haben. Und den Doppel-Mortagi kann ich dann nicht mehr canceln, aber die finde ich nicht so schlimm wie 2 von den Sommelier. Und dann Finish. Ja, wir gehen die Legacy Points aus, meine Lieben. Kann ich nichts dran ändern. Weiter. Okay, sehr schön, aufgebaut haben wir's. Und dann ist jetzt die Frage, gehen wir erst zum... Wir gehen zu den Loomwoods, komm. Auch wenn es infestet ist.
Das machen wir einfach mal. Let's go! Und die Incursion kommt. Dann. Oh! Zwei Incursions kommen? Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Der braucht 78 Tage dahin. Und wir? Das ist schon eine lange Zeit. Das ist schon eine lange Zeit. Wir brauchen jetzt nicht mehr lange hier, um das fertig zu scouten, oder? Ein Tag noch. Dann scouten wir das jetzt erstmal fertig. Wir scouten das fertig und ja. Ich überlege gerade unsere Strategie. Ja, am besten ist es, das jetzt zu attackieren, nicht aufzubauen und dann da drüben hier in diesem, wie heißt's, Palatfenthensch, da müssten wir dann verteidigen, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, die beste Strategie, die wir gehen können und holen jetzt hier uns nochmal die Boni von dem hier ab. Doch, das machen wir so. Ich probiere es zumindest mal. Mal schauen. Almost too lonely cop outfitter, aren't we? How would I know? Well, there's a decently high hill. Good vantage point. Let's climb it. Atop the highest hill. That was few stepper than it needed to be. Quite a few. Tough, I'll say that. Something's here. An eye. Ben, this isn't safe. A big old thing with a bigger older mama. 45% Chance mache ich ganz bestimmt nicht, dieses riesige Ei. Sie mir blöd. Ich sag doch immer, Leute, mit mir ist es auch wirklich ein bisschen schwierig. Ich kann jetzt, well, I'm going to take it. Er wird das Ei versuchen zu schnappen mit 45%iger Wahrscheinlichkeit. Da kann viel schief gehen, das Ei kann kaputt gehen. Die Mami oder der Papi oder Mami und Papi können kommen und uns dann ordentlich, naja, wie soll ich sagen, verprügeln. Weil wenn das Ei schon so groß ist, wie groß ist deine Lebensform? Okay, come on, love, let's not disturb it. Let's head down. Ich würde auf die beiden hören. You're a couple of scarred bunnies, which live longer than unscarred ones, sagt Rabbi. Oh, jetzt bin ich beleidigt. They pick their way down, and not a moment too soon. Schaut euch mal diesen Riesenadler an. Up in the nest, the mother eagle lights for a moment, but does not settle. Ich würde auf keinen Fall so ein Ei klauen. Tut mir leid. Oh, she's massive. Definitely a carrick eagle. Ich bin begeistert. Oh, it's coming this way. Slash. Wusch. Oh. Das war knapp. Molly umgefallen. Alright, yeah. That was a pretty close. Molly, you alright? No injuries, but questioning my attachments. She's back on her nest, got the respect, the fury of the nature's mothers. First time I've seen one of those in this person. Wish we had a souvenir? Aha, schaut euch mal das an, eine Feder. Eagle Feather Talisman, 07 Health, ja super. Natürlich nehme ich diese Feder mit, ist doch klar. Wenn ich schon mal ein Ei kriege. Oh nein. Oh nein, gegen die habe ich halt nichts gemacht. Also, wir kämpfen zum allerersten Mal gegen die Deepest. Das ist so eine, wie soll ich euch sagen, das ist so eine litoide, fungoide, humanoide Zivilisation. Es sind Steinpilze. So, dann wollen wir mal gegen die Steinpilze kämpfen. Auch keine Laufkundschaft. Sie laufen schon, aber keine Laufkundschaft. So, wir wollen mal gucken, gibt es hier irgendjemanden, wo ich schreddern muss. Wenn, dann der Hornchild. Aber die Hornchild, die sind relativ schnell weg.
Ja, da ist nochmal einer. Ich interviewe sie jetzt natürlich mit so einem Baum, um dann später auch die Spinter-Salvo zu haben. Das reicht natürlich leider nicht. Das war nicht so gut. Da könnte ich noch die Wild Grasp machen. Dann könnte ich wenigstens dieses Hornschild erledigen. Okay, da haben wir den Kleinen schon mal platt gemacht. So, dann kommt Ben davor. Tankt das da vorne ein bisschen und attackiert den mit diesen Woken. The Woken, den Aufgeweckten. Oh nein. Hättet ihr ihn doch mal lieber schlafen lassen, den armen Kerl. Throwing Axe mal 2 machen wir nicht. Da kommt sie vor. Einfach mal 9 Damage, ne, Ella? Das ist so krank. Mit ihrem Wasserspeer. Monali. Interviews mal fröhlich mit. Beides 4 Schaden. Auf den Fernkämpfer. Okay, das ist schon mal gut. Es reicht dann vom Giftschaden nicht, Mist. Dann bleib mal hinten. Schöner Treffer. Ein Schaden auf Ella. Der Woken greift an. Aha. Kam nicht durch. Es hat Alarm geschlagen. Okay. Das war jetzt ja nicht so ein extrem starker Konter, würde ich jetzt mal sagen, von unseren Gegnern. Einfach mal durchgerusht mit Ella. Ja, Ben hat den einfach mal platt gemacht. Der Baum war jetzt gerade optisch schön im Weg. Das ist im Splinter's Blast ausgewichen, so eine Sauerei. Oh Mann, ey. Das Spiel macht es einem aber auch manchmal wirklich unnötig schwer, ne? Oh, der arme kleine Hornchild. So, und Pit. Diesmal arbeitslos in der Runde gewesen. Kann aber auch mal passieren. Zack. Ja, dann würde ich mal sagen, stellen wir uns einfach mal fröhlich hier vorne auf. So, dann wait. Dann wait. Guardian. Und dann wollen wir mal Tür aufmachen. Ich bin ja so gerne dann Tür aufmachen. Und da haben wir nochmal so einen Dude. 2 Dudes. Okay. Was da alles für lustige Fähigkeiten gibt, Leute. Das muss man sich ja auch erstmal alles merken können, ne? Es gibt bestimmt Leute, die sich das alles merken können. Ich kann nicht zu denen Leuten. So, dann The Woken. So. Ist ein bisschen hobbelt. Haben wir ein bisschen eingehuddelt in der ganzen Sache hier. Ich musste da was umstrukturieren, mit was ich interviewe, damit ich in der nächsten Runde wenigstens ein bisschen Schaden machen kann. Und ich weiß, dass ich den Heroism noch nicht eingesetzt habe, Leute.
Oh nee, der ist in Deckung gegangen. Dann wachst du es gerade nochmal. Jawohl. Schade, ich hätte die halt jetzt schön erwischen können. War halt nicht so. Ich sehe den Hornschild. Keine Sorge, Leute. Ich sehe ihn. Ich riskiere das einfach. Los geht's. Ja, kommt schön näher. Frag mich, warum der Hornschild diesen Angriff gemacht hat, Leute. Okay, Ben muss da weg. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Hab mal mein schönes Schwert ausprobiert, mein neues. So. So, das war jetzt blinder Salvo, Leute. Wollte ich euch einfach gezeigt haben. Man muss es auch manchmal ein bisschen vorbereiten und sich die Gegner zurechtlegen. Ne? Da kann man solche mächtigen Attacken durchaus mal, fröhlich machen. Der aufgeweckte Slinger. Oder aufgewachte. Ja, gibt schön EP. Auch das war schaffbar. Ein Bluehorn Warrior bin ich. Okay, Scharfshooter. Hm, das passt unbedingt. When Ben gets a kill, the next attacks against him with one turn will miss. Sehr geil. Überlege ich gar nicht. Untouchable. Can't touch this, ruft Ben. Aha. Ein Shade Tree Rattle. Das brauche ich jetzt aber, glaube ich, mal wirklich nicht. Ja, das ist nämlich genau die gleiche Waffe, nur anders benannt. Dann Salvage. Da kriege ich das Hardwood für. Ist halt schade. Ein Quelderbelt. Das gibt nochmal Health Points. Sie kämen hoch auf 11. Ja, dann bitte mal einmal für Ella, bitte. Meine Krieger vorne, die brauchen sowas. Abclaim. Oh nein, die kriegen so einen riesigen Mush Rocks. Die Deepest kann ich nicht verhindern. Ja, finde die Gegner echt cool. Machen riesen Spaß, gegen die zu spielen. Ja, just saying. Okay, wie lange brauchen die immer noch darüber? 77 Tage. Für Desta? Kost 20 Day Remaining. Die Incursion hier kommt in 41 Tagen. Dann Prepare Defense, bitte. Dun. Bin jetzt mal dreist. Hm? Dun. Hallo, ich will gegen die kämpfen. Intercept, ja bitte. Attack. Was sag ich? I blow this horn. We charge. Bin ich auch seiner Meinung. Die Pappenheimer. Charge. Muss ein Damage und muss ein Potency. Cooles Bild von denen. Los geht's, komm. Lass uns einen kleinen Incursion Blatt machen. Jo, was auch immer. Keine Chance. Oh, guck mal, gibt's einen Feuerspirit einfach mal so on top. Das darf einfach nicht liegen lassen, gegen Incursion zu kämpfen. Jetzt mal ohne Witz, Leute. Ich mein's echt ernst. Nein! Wie konnte der denn das blocken, bitte? Mann, ey. Ist das bitter.
Treffe ich mich selbst und Adiella. Okay. Das war natürlich wieder nicht so gut. Tja. Wenn man besser zählen könnte, wäre das ganz gut, ne? Swap Weapon. Ich muss echt schneller werden. Immerhin habe ich den Zombie erwischt. So hätte das eigentlich Ella machen sollen. So, die muss ich, diesen moosigen Felsen. Der andere steht noch ein bisschen weit weg. Boah, trotz 66% getroffen, immerhin. Der schlägt jetzt alle Arme, okay. Soll er machen. Och, Menor. Ich hasse Feuerblech. Ich hasse diese Viecher echt. Uh-oh. Hat er die Tür aufgemacht? Der Bettspiel kann die Tür aufmachen, wie süß. Okay, und das Feuerviech geht da rüber. Dann. Machen wir den mal weg. Boah, ist die stark, die Ella. Wo könnte ich mit Rabbi am besten? Ich gehe mal mit Rabbi hier rüber. Juhu, Splinter Salvo geht voll auf den drauf. Also mittlerweile finde ich es mächtig. Wenn man weiß, wie es funktioniert, dann ist sie mächtig. Also sogar richtig, richtig mächtig. Gut, es zerstört hat ziemlich viel, aber... ja... kann ich verknusen. Oh, der hat es doch nicht wirklich wieder geblockt, ey. Nerv, nerv, nerv. So, der ist jetzt mal wenigstens vergiftet. Ein Schaden auf Ella. Mist. Der Feuerspirit kommt nicht richtig weg. So, jetzt überlege ich. Was passiert, wenn man einen Stab verzaubert? Der ist ja eh so auf Elemente da, Daddy. Ich könnte ein Feuer-Stuff machen. Das, also Leute, ich will jetzt wissen, was das macht. Okay, wir haben den Feybark Bow. Okay. Stand Effect Damage up to 3 nearby enemies. Okay, aber ansonsten macht er sonst noch irgendwas? Wenn ich damit zuschlage. Ansonsten ist er genau wie der andere Stab auch. Sehe ich das richtig? Gilt dieser Effekt? Stand Effect Damages up to 3 nearby enemies. Gilt es nur im Nahkampf? Lass es uns ausprobieren, ich habe keine Ahnung. Ja, der Name ist blöd. Enchanted Ember Stuff, das finde ich doch ganz geil. Sieht aber auch jedenfalls saucool aus. Ich liebe das, wie das aussieht. Ja, Leute, ne? Also, jo. Ich weiß es nicht, was da immer das Beste ist, ja? Ich spiele es halt einfach mal so gemütlich durch. Guardian? Okay. Ich strike den jetzt zu Brei? Nee, natürlich nicht. Na, jetzt hast du es plötzlich drauf, ja? Cool. Sorry, aber Ella ist halt ein bisschen übel. Ja, okay, nicht nur ein bisschen, die ist sau übel. Die gefällt mir immer besser. Und Pit gerade nochmal nebenher. Einfach weil es geil ausgesehen hat. Und Victory schon wieder.
Fitten-Level ab, Monalin-Level ab. Sehr nice. Ein Bluehorn-Hunter. Okay, Long Reach. Das wäre natürlich... Oh, ey, nochmal eine 1 Reichweite. Ne? Der hat so eine böse Field-Control. Das ist mega geil. Das brauche ich nicht. Inspiration Foxflight. Pit has plus 1 Speed. Once per combat, as a swift action, activate to dodge the next 2 attacks against him. Disables passive. Fox Flight natürlich. Noch agiler machen. Also Long Reach wäre natürlich auch geil gewesen, aber das ist insgesamt besser. Mein Activate to dodge the next 2 attacks against him. Geil. Monali ist stärker geworden. Ein Bluehorn Mystic. Guck doch ein bisschen komisch. Mythfeder weiß ich noch nicht. Windwalk. Aha. Sharpshooter? Nein. Once per combat, also es waren keine ganz 50 Standschuss, also alles wie sind 5 Tiles, once per turn. Das ist natürlich auch geil, wenn sie dieses Lied macht. Sie können Baden upgraden oder Mythfeder. Statues, Garb und Books würde ich aber bessere, wir machen viel Interfusing mit ihr in den Mythfeder. Und das ist ein Starthood of Karamba. Ein Tier 1 Dueling Sword, okay. Ja, dann kann sie halt, dann nimmt sie das halt einfach mal mit. Sehr schön, schaut euch mal hier, ne? Da kann sie duellieren und ihr Buch lesen. Das Karamba-Schwertchen hier. The Motagi Arm marched apart. Battles lead them down to Bolorous Rome, where the Grey Grass matches in the Cloud Color. Someone doing dragon pictures? Hey Ben, oh Bancake, the fighter we deserve, you badly hurt? Hm? So what's your favorite monster? Oh, definitely did a tenfold gorilla, busting by big lizard, always was partial to death. Got to be classic, like the Kraken? 800 arms and a wise-eyed face, strange to move the continents. Those arms are fine, but some of us will always love a dragon. When did I start to love dragons? Don't know. Sometimes they're the only thing in this world. I realize they're imaginary, but they're the only beings I feel that I understand. Die anderen interessiert es, glaube ich, nicht mehr, was sie erzählt oder was, ja. Can't wait until we're around the fire. The stories will soar. Sah zumindest so aus, so, oh Gott, Monali, hör auf zu quatschen. Ach, toll. Ja, gib doch einfach den extra Damage. Okay, die hat die Stärke 3. Wilder Stride ist bei dem Modassive 3. Und dann wird diese die Verteidigung zwar in die Knie gehen, aber okay. Okay. Cool. Jetzt ist der Outfitter wieder repariert, der eigentlich irgendwie nicht so richtig aufgebaut war. Das muss ich jetzt auch nicht so ganz hundertprozentig verstehen. Naja, bestimmt wird mir ein Kluger das in die Kommentare packen. Weil ich hatte ich den aufgebaut? Ich hatte den ja nicht aufgebaut. Normalerweise habe ich noch ein Item und so. Ach, jetzt ist auch egal. Ist auch egal. Wir stehen ja gerade, was unsere Ausstattung angeht, ja auch mega gut da. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn ich das richtig verstehe, gehen die da drauf. Will exhaust themselves in your defenses. Und es gibt mir 2 Legacy Points. Das ist nochmal ein zusätzlich guter Effekt, wenn die an der Verteidigung draufgehen. Okay, verstehe. Dann kann ich mich einfach um das nächste Feld kümmern. Das ist doch gut. Dann machen wir das doch glatt. Kommt, Leute. Unserer Gruppe geht's gut. Warum sollten wir das nicht tun? Uh-oh. Nein, das gibt kein plus 1 Armor noch für die. Und das auch nicht. Das möchte ich auch nicht. Und die anderen sind mir egal. Und weiter. Zack. Gamblewood has been revealed. Wenn es gut läuft, meine Damen, meine Herren, schaffe ich es in der nächsten Folge, das große Kapitelfinale fertig zu bekommen. Das heißt, dass ich diesen Kampf mache, dann hier hingehe und dann nochmal hier oben in den Norden. Und dann sollten wir auch mit dem Kapitel durch sein. Unsere Gruppe schlägt sie super, wacker und tapfer.
Rabbi 36 Jahre alt. Mensch, die sehen alle so cool aus. Ella 34 hier nochmal. Ich gehe sie mal gerne durch. Pitt mit 37 jetzt. Und ich bin auch schon 30 mittlerweile. Ihr seht, die Zeit geht weiter in dem Spiel, auch während ihr spielt. Monalie 39. Ich glaube, die meisten haben es ja auch schon gemerkt und gesehen und gespürt. Und ich finde es so cool, wie die Waffe von ihm zum Beispiel aussieht. Das mit dem Speer, tut mir leid, Leute. Das war einfach meine Inkompetenz oder mein Unwissen. Inkompetenz ist es nicht. Ja, ich hätte eigentlich wissen müssen, dass das passiert. Aber naja, okay. Ja, Pitt, klar, geht. Finde ich einfach mega geil, dass wir ihn jetzt dann nochmal schneller bekommen haben. Ja, bei mir ist er einfach grundsätzlich stabil einfach. Block halt hier gut weg. Und ja, Monalie entwickelt sich ja auch immer sehr nice, finde ich, in dem Spiel. Und bin mal gespannt, was hier noch passiert. Also mir wurde gesagt, dass Sylvan sei sehr nice für einen Mystiker. Wusste ich nicht, hatte ich so ein Gefühl halt einfach. Und ich bin mal gespannt, wenn die sich ja weiter mutiert, wie das dann sich insgesamt, ja, noch so, ja, was daraus noch so erwächst, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, meine lieben Soulsystembewohner. Innen. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge Spaß gemacht und ich gucke, dass ich das Kapitelfinale auch zeitnah aufnehme. Ich bin ja selber Wilderness-süchtig, das gebe ich einfach zu. Und ich schau mal, was für eine Auswirkung das hat, dass ich so gemütlich immer alles aufbaue und mache, weil Sache ist die, die Karten, die die Gegner haben, die sind nicht gerade ja, gering, würde ich sagen. Kann ich das irgendwo nachgucken? Ah ja, hier die. Wie heißt das? Warte mal. Card View, Monster View. Aha. Interessant. Hier kann ich jetzt nochmal alles aufdecken. Okay, und wenn ich auf Monster View. Aha. Ah, da sehe ich einfach übersichtlicher, wie das ist. Interessant gemacht. Leute, da war ich noch gar nicht nach so langer Zeit. Gut, das da wusste ich, dass man das hier so angucken kann, aber hier rüber zu switchen wusste ich nicht. Calamities heißt das. Entschuldigung. Oh Gott, was für ein blödes Ende von meiner Folge. Ihr kennt mich aber gar nicht anders. Okay, ach, es ist toll gemacht. Hier kann ich alles schön nachschauen. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich fange schon an, schon ein bisschen arg viel Karten zu sammeln. Und das kann gefährlich werden. Ne? Das kann gefährlich werden. Ne? Desto dicker dieses Kartendecks von den Würden, desto stärker werden die auch. Klar, ich werde auch stärker mit der Zeit, aber irgendwann die Balance hier zu halten, ist wichtig. Ne? Aber ich finde halt einfach, es macht mir so viel Spaß, die Sachen aufzudecken und zu entdecken und Items zu sammeln und mal zu schauen, was das Spiel alles so bietet, dass ich mich da auch ein bisschen verleiten lasse, überall, ja, wie soll ich sagen, alles aufzubauen. Kann aber auch hinterher gut sein, weil ich ja auch einen großen Income aus den ganzen Regionen bekomme. Hier ist ja nichts zerstört und ich bekomme alles, was ich bisher aufgebaut habe und es ist nicht gerade wenig. Ihr seht nämlich auch schon, was ich am Kapitelende habe, ne? Current Resources at Chapter's End, ja. Und das ist echt gut, würde ich mal behaupten. Da kann ich ein bisschen was craften mit. Und ja, ihr seht ja, wie wichtig die Waffen und Ausrüstungsgegenstände für die Gruppe und für die Helden ist und sind. Nun denn, aber jetzt ist gut. Bitte liked mein Video, wenn es euch gefallen hat. Und voll geil wäre es, wenn ihr mal ganz kurz diesen Pancake-Dino, der in der Mitte auftaucht, knuddelt und mal streichelt. Da abonniert ihr nur meinen Kanal, ist nicht schlimm. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, euer Pancake28. Ciao, ciao.